Bogenschütze, Sklavenhändler, Sklavenhändler, Bogenschütze. Ach komm, dann gehe ich erstmal auf den da drauf. Ach, na geil. Sklavenhändler, Sklavenhändler, Sklavenhändler. Dann gehe ich auf den da drauf. Der ist eh tot. Dann nehme ich mal gleich den da. Ach, wie die einfach aus dem Nichts rausspringen. Das ist echt erstaunlich. Der war gerade noch nicht da und plötzlich kommt der einfach. Ach Mensch, die sind zu schnell. Also tot, meine ich. Ne. Ich hasse das. Immer diese beschissenen Magier, die irgendwo in Sicherheit auftauchen. Immer irgendwo offscreen oder im Hintergrund. Ach, hör auf. Du willst mich doch wohl foppen. Deine Magiersau. So, kleine Magiersau, das war mein Level Up. Das werden wir uns gleich zu Gemüte führen, noch nicht sofort, sondern gleich jetzt erstmal hier schön alles plündern, plündern, plündern. Den ganzen Plunder wieder. Hallo, hallo, hallo? Da. Ausgefranste Sklavenhändlerpeitsche. Und ein Gürtel und da habe ich jetzt nicht geguckt, was der macht, aber ist auch egal. Ich mache jetzt erstmal ein Level Up. Und Stärke habe ich. Konsti müsste ich eigentlich auch auf die 25 gehen. Ich muss natürlich nicht. Ich mache mal 2 auf Geschicklichkeit. So. Und dann mache ich mal 1 auf Stärke. So. Und wo ist Konücht und Hyomochen? Was haben wir denn da? Benötigte Punkte. Der Plünderer opfert Gesundheit, um den Effekt von Blutrausch zu verstärken. Kurzzeitig erhöht jede Wunde, die der Plünderer erleidet, den Angriffsschaden. Ist auch nett. Ist eine aktivierte Fähigkeit. Das hier auch. Der Plünderer bohrt sich in einen Feind, saugt dessen Lebensenergie ab und heilt sich dadurch. Ich glaube, das mache ich, oder? Das mit dem Heilen ist, glaube ich, eine gute Sache. So, einfach nur, wenn man gerade in so einem Kampf ist, wie gegen so einen dicken Drachen, dann kann man, und man hat gerade eben einen Heiltrank benutzt, dann kann man sich notfalls nochmal in den Gegner bohren und seine Eingeweide quasi aus ihm rausprügeln, so dass man sich ein bisschen besser fühlt. Ist ja so. Wenn man Leute verkloppt. Fühlt man sich immer besser. Kennt er ja vom Schulhof. So, eine zerrissene Hose klauen wir dem Leichnam. Mann, der hat gar keinen Respekt. So, Tiefenpilz gibt einen Stufenaufstieg. Da würde ich mal sagen, ihr geben wir jetzt mal 2 auf Stärke, 1 auf Konsti. Das Ganze bestätigen. Und Waffe und Schild hat sie jetzt schon maximiert, hat sie schon gelevelt. Also kann sie uns ja mal ein bisschen behüten. Avelins Hingabe für Hawk ist fast schon unerträglich. Höh, widerlich. Schadensübertragung 10% von Hawk zu Evelyn? Das will ich doch gar nicht. Ach du Scheiße. Hm. Naja, was hat's denn noch? Heimzahlung. Nahkampfangriffe gegen Evelyn werden kurzzeitig mit einem sofortigen Gegenangriff beantwortet. Das mache ich. Ist das aktivierte? Das ist eine aktivierte Fähigkeit. Wenn dieser Modus aktiv ist, opfert Evelyn Bewegung und Angriffsgeschwindigkeit, um Schlägen besser begegnen zu können. Ich mache mal Heimzahlung. Und jetzt Schwesterlein hat 3 verbleibende Punkte, 2 auf Magie und Willenskraft macht sie mal ein bisschen Mana-Vorrat, ist ja immer gut, zack. Und was geben wir ihr hier denn mal? Elementarmagie. Eisige Woge. Gegner werden durch eisige Umarmung, das macht sie auch des öfteren mal. Jetzt hat sie momentan Angriff minus 50%, Chance auf brüchig 40%, Chance auf einfrieren 100% gegen normale Gegner. Achso, das kommt dann dazu. Und ansonsten hätten wir noch Kältekegel. Der Gegner verletzt und verlangsamt. Gegnerische Angriffsgeschwindigkeit ist auch nice. Und hier hat man noch Elementarbeherrschung ab Stufe 10. Ist aber eine passive Fähigkeit. Das wäre natürlich super. Feuerschaden und Kälteschaden plus. Das möchte ich machen. Hier haben wir noch Feuerschaden plus 11. Apokalyptischer Feuersturm. Ansonsten hier Feuerball. Den Feuerball. Ja, ich glaube, den mache ich mal. Elementargewählt. Plus 2 Mal. Ich glaube, das ist, hört sich zumindest gut an. Ich mache das einfach mal. Keine Ahnung, ob das jetzt so viel bringt. Auf jeden Fall muss sie das nächste Mal auf jeden Fall mehr Schaden machen. Heilung hat sie ja durch das Amulett oder was das war ein bisschen vergrößert. Und trotzdem soll sie noch Damage machen. Gerade als Magierin ist das sehr sinnvoll. Und jetzt gucken wir mal, was haben wir denn da noch? Da hinten war noch was. Aber erstmal gucke ich hier.
Truhe Standard. Lieber Zwerg, schau doch mal kurz. Eine Plattenrüstung und ein fehlerhafter Diamant. Plattenrüstung plus ein... Achso, weil ich gerade keine Rüstung anhabe. Naja. Ich glaube, das ist, ich guck mal ganz kurz. Die Plattenrüstung ist, glaube ich, nicht so pralle. Nee, die ist nicht so pralle. So, hier haben wir noch eine Kiste mit einem Tigerauge-Bruchstück und weiter geht's. Hier vorne war doch irgendwas. Das habe ich doch gerade noch gesehen. Kiste mit dem Amulett. Und hier noch ein Leichnam. Ich freue mich. Toll, dass es hier so viele Tote gibt. Guten Tag. Mein Name ist... Einen Schritt weiter und der Junge stirbt. Oh. Warwick, helft mir. Das riskiere ich. Wir müssen eine gemeinsame Lösung finden. Ich würde mal sagen, Warwick soll mal aushelfen, wenn er schon da ist. Sag diesem Dreckskerl, wer wir sind. An eurer Stelle würde ich den Sohn des Vicomte nicht bedrohen. Was? Oh, ihr habt wohl gerade einen Hinweis von einem Sklavenhändler erhalten, dass er Magierfleisch günstig anbietet. Habt ihr nicht gefragt, woher er es hat? Habt ihr euch nicht gefragt, ob ihr nicht vielleicht den Lieblingsspross des Vicomte von seiner elfischen Geliebten kauft? Den Jungen, den zu beschützen er geschworen hat, selbst wenn er dafür die gesamten freien Marschen aufbieten müsste? Ich will keinen Krieg mit den freien Marschen. Bringt den Jungen zu seinem Vater zurück. Ach, na klar, das mache ich doch gern. Dann übergebt ihn mir, wenn ihr es ernst meint. Das war der Preis für den Jungen. Nehmt es bitte an, als Friedensangebot. Na klar, kein Problem. Wer seid ihr? Arbeitet ihr für die Templer? Eure Mutter schickt mich. Kein großer Unterschied. Ich fasse es nicht. Immer hieß es, ich liebe dich und werde dich beschützen. Dann ein paar böse Träume und plötzlich wird daraus ab zu den Templern. Aber sie hat doch recht, oder? Vielleicht gibt es noch einen anderen Weg. Verdammt, hat sie recht? Eigentlich hat sie recht, weil er hat doch diese Träume, aber vielleicht gibt es ja noch einen anderen Weg. Aber ach Mensch, ich bin überfragt, was soll ich nehmen? Beides ist richtig, beides ist falsch. Junge, hör auf deine Mutter, kannst ja so einem Knaben nicht sagen. Der wird sagen, ach Mensch, du bist ja auch nicht besser und ich überlege, vielleicht gibt es ja einen anderen Weg. Ich bin hier, um euch zu helfen, Fainreal. Weshalb? Ihr kennt mich nicht mal. Aber meine Schwester ist auch eine Magierin. Ich habe mein ganzes Leben lang meine Schwester vor dem beschützt, was ihr so fürchtet. Könntet ihr mir wohl helfen, zu den Dalish zu gelangen? Dort wollte ich nämlich hin. Vielleicht nehmen sie mich ja auf. Ich bin ebenso viel Dalish wie Mensch. Es wäre auf jeden Fall ein schweres Leben. Ihr wärt allein unter den Dalish. Mehr noch, als ein Dalish es hier wäre. Wenn Gefangenschaft oder Besänftigung die Alternativen sind, bin ich lieber allein. Ich weiß, dass es in anderen Königreichen nicht so ist, aber hier hilft niemand Zirkelmagiern. Für alles, was den Templern nicht passt, wird man gebrandmarkt. Die Dalish haben die Magie schon ewig. Sie könnten mich ausbilden. Ich wäre keine Gefahr, das schwöre ich. Wenn seine Talente an einem anderen Ort geschult werden können, ist es ihm nicht zu verdenken, dass er dorthin will. Wenn es einen anderen Weg gäbe, würde der Zirkel ihn kennen. Geh zum Zirkel? Ich glaube nicht. Also wenn jetzt der Zirkel der Templer gemeint ist, ich weiß ja nicht. Die Dalish haben ja keinen Zirkel. Tut auf jeden Fall, was ihr für das Beste haltet. Ihr verdient eine Chance auf Freiheit. Danke. Ich habe nicht... In meinen wildesten Träumen hätte ich das nicht vorhersehen können. Den Schöpfern sei Dank, dass meine Mutter euch auf die Suche nach mir geschickt hat. Ich stehe auf ewig in eurer Schuld, werter Freund. Tja. Wir sollten es seiner Mutter sagen. Trotz aller Unstimmigkeiten verdient sie es zu wissen, dass er lebt. Natürlich. Evelyn, Feindschaft plus 5. Tut mir leid, Evelyn, dass... ich kann jetzt nicht irgendwie alles so machen, wie du das gerne hättest. Kehre tagsüber zu Ariane und unterstütze zurück und sage ihr, dass Fainreal zu den Dalish gegangen ist. Und wer weiß, vielleicht kehrt die Mutter ja auch mit dahin zurück. So, haben wir hier noch irgendwas? Nee, ne? Hier ist alles... Ach, hier wieder die Wagen, mit Wagen verschlossen, ganz klar. Was ist das denn da? Irgendein Popel in der Ecke. Und hier geht's bestimmt auch nicht weiter, weil der feine Herr Hawk hier nicht mal über ein Steinchen steigen kann. Naja.
Wo geht's denn hier hin? Na nü, wo geht's denn hier hin? Knochenberg. Onyx-Bruchstück. Und das war's. Ja, super. Dann haben wir die Quest schon mal gelöst. Der Feanreal ist quasi jetzt in Freiheit. Vielleicht können wir den ja bei den Dalish besuchen. Das wäre natürlich schön, wenn er dann wirklich da rumsteht und vielleicht noch sagt, Mensch, das ist ja super, dass ihr mich befreit habt. Hier habe ich noch 3 Millionen Gold für euch und eine super Quest, die euch ganz tolle Rüstung und so einbringt. Ich glaube, hab ich da jetzt alles abgesucht oder nicht? Warte mal. Es kommt mir vor, als würde mir der ganze Abschnitt hier fehlen. Ja, hier waren wir nicht. Ach, hier geht's auch zur verwundeten Küste. Das will ich aber noch nicht. Ich weiß noch, als ich einen Verwundeten küsste. Und hier haben wir eine Truhe, die wir sonst übersehen hätten. Mit einem durchtrennten Seil und Schutzhandschuhen der Alchemisten, aber vor allen Dingen ein Gold. Nice. Damit hätten wir hier alles abgesucht und dann geht's zurück zum verwundeten Kuss. Ja, mal gucken. Irgendeine Quest hat man da noch offen, oben links auf der Map. Oder? Hat man noch? Ich könnte schwören, wir hatten da oben sehe ich noch diesen Ansatz. Eure Familie war früher adlig, richtig? Gemäß ausgewählter Definitionen dieses Begriffs. Fragt ihr euch jemals, wie euer Leben wohl aussehe, wenn ihr immer noch adlig wärt? Sonnenschein, Adel bedeutet lediglich einen teuren Lebensstil. Und den habe ich bereits. Adlige haben aber auch Macht und Verantwortung. Anwesen, Diener, Investitionen, Söldner, Meuchelmörder, das haben wir alles auch. Aber hier ist es sonniger und niemand nennt mich Herr. Damit kann ich sehr gut leben. Wohlgesprochen, Herzwerk. So, jetzt, ich renne erstmal hier hin. Da ist irgendeine Sackgasse. Ich guck nochmal, da gibt's wieder was zum Sammeln. Zack, eine Elfenpopelfenwurzel. Ich freue mich und jetzt geht es aufwärts. Unten waren wir schon, ne? Von da kommen wir ja gerade von... Ach nee, da war der Dingens, der Junge. Der Sohn des Vicron, den wir einst dort erretteten. Wir sind schon so an die Gefahr gewöhnt, dass ich Bianca meistens nicht mal mehr wecke. Quatscht er gerade mit dem Typen, der uns da hinten gerade angeschrien hat? Hallo, wir sind nur Handelsreisende. Wir sind nur zufällig hier. Knochenberg, Opalbruchstück, kennen wir ja schon. Und da oben wurden wir gerade gewarnt, also laufen wir erstmal vorbei und gucken uns erstmal den Rest der Map an. Wie zum Beispiel das hier. Und da finden einen geborstenen Stab. Und mal gucken. Nein, ich glaube nicht. Ja, dann wollen wir mal zu den Telvishoff. Telvishoff. Nicht weiter, Mensch. Dieses Gebiet wird von den Telvishoff kontrolliert. Ich bin durchaus in der Lage, mich jeder möglichen Gefahr zu stellen. Das sehe ich. Ich hatte erwartet, eine Karawane zu warnen, keinen gut ausgerüsteten Jäger. Der Weg vor euch ist voll von meinesgleichen. Wenn ihr so fähig seid, wie ihr ausseht, wäre es mir eine Freude, wenn ihr sie töten würdet. Ja, natürlich. Aber sag mal, seid ihr ein Verräter, oder? Ihr habt euch von eurem Volk abgewandt? Ja, zum zweiten Mal. Ich mochte meine Rolle nicht, also habe ich das Kuhn verlassen. Und ich möchte kein mordender Dieb sein, also habe ich diese Telvishoff verlassen, um ihre Opfer zu warnen. Da ihr jedoch kein Opfer seid, werde ich euch nun verlassen. Ich hätte gerne einen friedlichen Weg. Ich wünsche mir eine friedliche Möglichkeit, das zu bekommen, was ich brauche. Ihr werdet enttäuscht sein. Sie schwelgen im Chaos. Es ist eine erbärmliche Freiheit. Ich brauche noch immer Ordnung. Selbst wenn ich das Herz des Kuhn beleidige, indem ich meine Ehre als Söldner verkaufe. Dann heuere ich euch an. Wenn eure Klinge zum Verkauf steht, bezahle ich dafür. Nein. Seid ihr euch sicher, dass ihr wisst, was es bedeutet, ein Söldner zu sein? Wenn ich für Geld gegen Telvishoff kämpfe, beweist das nur, dass ich auch das Letzte von mir verkauft habe. Ach so. Ich weiß, was ich bin. Ich muss es nicht auch noch betonen.
Ihr habt meine Warnung gehört, Mensch. Beherzigt sie oder lasst es. Je mehr sie reden, desto weniger verstehe ich sie. Also, das war doch deutlich. Also, die Telvishoss greifen Reisende entlang der verwundeten Küste an. Also würde ich mal sagen, wir greifen zurück. Halt, erstmal hier. Ach, da war... Kommt man nicht gerade von... Hä? Was macht man denn hier auf einmal? Wir waren noch ein ganzes Stück weiter hier.